Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zu einem neuen Tutorial. Ja, und heute gucken wir uns einmal an, wie wir unter Windows ganz einfach die Flashplatten repartitionieren können. Ja, wir haben hier eine einzige Festplatte im Moment mit um die 180 GB. Wenn wir mal drauf schauen, wir haben hier auch noch 155 GB frei. Diese wollen wir nun aufteilen, dass hier ungefähr 100 GB frei bleiben und 50 GB soll ein Laufwerk D werden, auf dem wir dann zum Beispiel der Übersicht halber unsere Dateien ablegen können. Ja, als allererstes sollten wir, was wir hier schon getan haben, mal gucken, wie viel ist denn auf der Platte überhaupt noch frei. Das sind hier jetzt die 155 GB. Komplett aufs Minimum reduzieren sollten wir die Platte auch nicht, drum nehme ich hier jetzt um die 50 GB, das sind ja noch um die 100 frei, das reicht. Ja, klicken wir einmal auf das Startmenü und hier suchen wir einfach nach der Verwaltung. Dann bekommen wir hier vorgeschlagen Computerverwaltung, da drücken wir auch drauf. Dann öffnet sich dieses Fenster, hier haben wir auf der linken Seite einmal Dateispeicher und drunter Datenträgerverwaltung. Hier klicken wir drauf, dann dauert es kurz, dann bekommen wir hier unsere Platten angezeigt. Ja, danach sollten wir wissen, dann habe ich das Fenster noch offen gelassen, welches Laufwerk wir verkleinern wollen. Das ist hier das Laufwerk C, das haben wir hier genauso. Alles was vor den Laufwerken ist, die ihr hier im Explorer seht, davon solltet ihr die Finger weglassen. Hier zum Beispiel die Ewig-Start-Partition oder die Wiederherstellungspartition. Hier einfach die Finger von weglassen, ist am sichersten. Ja, um die Partition dann zu verkleinern, wählen wir die an und sagen hier einfach mal Volume verkleinern, dann dauert es einen kleinen Moment. Dann bekommen wir auch das Fenster, in dem wir auswählen können, wie viel Gigabyte bzw. hier Megabyte wir die Platte verkleinern möchten. Ich sage jetzt hier einfach mal 50.000 für 50 GB. Das wird jetzt nicht ganz auf die 50 GB rauslaufen, weil einfach Umrechnung von Megabyte zu Gigabyte. Wenn wir hier den Wert eingetragen haben, sagen wir einfach hier verkleinern, dann dauert es nochmal kurz. Und dann haben wir hier jetzt die 48,83 GB nicht zugeordnet. Das ist die Partition, die wir gerade erstellt haben. Wie gesagt, es geht nicht genau mit den 50 GB raus. Ja, jetzt haben wir die zwar angelegt, wir sehen die hier im Explorer aber noch nicht. Wir haben weiterhin nur unser Laufwerk C, auch wenn das hier jetzt schon kleiner geworden ist. Was wir machen einen Restklick auf diesen schwarzen, nicht zugeordneten Bereich und sagen neues, einfaches Volume. Klicken hier mal auf Weiter, hier lassen wir die Größe einfach drinstehen, wie sie ist. Dann müssen wir den Laufwerksbuchstaben zuweisen. Hier habt ihr freie Hand, es sind auch nur die Laufwerksbuchstaben drin, die noch verfügbar sind. Ihr seht zum Beispiel C und E sind hier gar nicht drin. Ich nehme jetzt einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal M, das passt schon. Klicken nochmal auf Weiter, dann hier mit folgenden Einstellungen formatieren, das ist schon angewählt. Das hier können wir alles so lassen, wie es ist. Hier können wir den Namen vergeben, der Name steht dann hier, wo jetzt hier zum Beispiel lokaler Datenträger C steht, hier steht er dann. Da das Ganze hier jetzt eine Datenpartition sein soll, nenne ich den jetzt einfach mal Daten. Die Schnellformatierung, den Haken lassen wir drin, Komprimierung für Daten und Ordner brauchen wir nicht mehr. Klicken einfach auf Weiter und auf Fertigstellen. Dann dauert es kurz, dann steht hier unten Formatierung. Dann wird die Platte einmal formatiert, das kann jetzt je nach Größe, das ihr ausgewählt habt, ein bisschen dauern. Ja, und nach kurzer Zeit hat es hier ungefähr 30 Sekunden gedauert, steht hier unsere Festplatte schon drin. Hier unten bekommen wir jetzt auch, wie bei einem USB-Stick, die Anzeige, was wir denn mit einer neuen Platte machen wollen. Das können wir einfach mit X wegklicken und wenn wir erstmal in den Explorer gucken, haben wir hier jetzt unsere Daten-M-Partition mit den ungefähr 50 GB, die wir vorher angelegt haben. Ja, soviel dazu, wie wir unter Windows eine Festplatte bzw. eine Partition aufteilen können. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen hoch da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.